Es ist Tag 2 im Krieg, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat. Und nach heftigen Raketenangriffen in der Nacht und heute früh sind die russischen Truppen bereits weit in den Großraum Kiew vorgedrungen, wie übereinstimmend berichtet wird. Auch von ersten Schusswechseln in Randbezirken der Hauptstadt berichten Nachrichtenagenturen. Eine Sabotageaktion russischer Aufklärungseinheiten sei das gewesen, erklärte das ukrainische Verteidigungsministerium. Die Bevölkerung solle sich von Kämpfen fernhalten, aber russische Militärfahrzeuge, wenn möglich, blockieren. Heulende Sirenen in Kiew. Immer wieder. Die Straßen der Millionenstadt wie leergefegt. Die russische Armee ist nach Informationen des ukrainischen Verteidigungsministeriums bis in die Hauptstadt vorgedrungen. Das ukrainische Militär, wie hier im Bild, versucht daher strategisch wichtige Punkte zu sichern. Handyvideos zeigen die Luftabwehr über der ukrainischen Hauptstadt Kiew im Einsatz. Auch in der Nacht setzt das russische Militär den Großangriff fort. Viele Menschen bringen sich in U-Bahn-Stationen in Sicherheit. Ich habe sehr große Angst um mein Kind. Bei einem Angriff auf die Hauptstadt wird auch dieses Wohnhaus getroffen. Der ukrainische Präsident Selenskyj äußert sich in der Nacht so. Sie sagen, dass zivile Objekte kein Ziel für sie seien. Das ist eine Lüge. In Wahrheit unterscheiden sie nicht, in welchen Bereichen sie agieren. Zerstörte Gebäude und Menschen, die Angst haben vor immer neuen Angriffen durch das russische Militär. Russlands Außenminister Lavrov leugnet das. Stattdessen gezielte Desinformation heute bei einer Pressekonferenz. Niemand hat vor, das ukrainische Volk anzugreifen. Niemand hat vor, die ukrainischen Streitkräfte zu erniedrigen. Es geht darum, zu verhindern, dass Neonazis und diejenigen, die den Genozid durchführen, in diesem Land herrschen. Zynische Worte aus Sicht dieser Menschen. Seit Beginn der russischen Militäroffensive versuchen viele, ihre Heimat zu verlassen. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR geht derzeit davon aus, dass sich innerhalb der Ukraine 100.000 Menschen auf den Weg gemacht haben. Erste Einheiten des russischen Militärs sollen also in Kiew angekommen sein. Demian von Osten in Moskau. Was hören Sie dort über die aktuelle Lage in der ukrainischen Hauptstadt? Nach dem, was ich hier mitbekomme, hat sich die Lage wieder etwas beruhigt in der Stadt. Es waren am Vormittag Schusswechsel offenbar zu hören, die selbst Menschen gehört haben, die im Zentrum wohnen. Und das hat sich aber wieder etwas beruhigt. In den Vororten ist wohl am Vormittag gekämpft worden. Wir wissen auch von Kämpfen im Süden des Landes entlang der Strecke von der Halbinsel Krim Richtung Osten. Es war oft vermutet worden, dass russische Truppen versuchen wollen, eine Landverbindung herzustellen von der Krim zu den Separatistengebieten im Osten. Das scheint der Fall zu sein, aber da sind die Russen auf heftige Gegenwehr gestoßen. Es gibt Bilder, die ausgebrannte russische Militär-Lkw zeigen. Und auch im Norden wird gekämpft oder wurde zumindest letzte Nacht heftig gekämpft in der Stadt Sumy in der Nordukraine. Das ist eine Zufahrt auch für das russische Militär in Richtung Hauptstadt Kiew. Und jetzt ist plötzlich die Rede von Verhandlungsbereitschaft. Was wissen Sie darüber? Was hören Sie? Ja, das hat eben auch der Kreml-Sprecher Peskow bestätigt. Vor ein paar Minuten haben wir noch das nicht gewusst. Und jetzt heißt es, dass man bereit sei, eine Verhandlungsdelegation nach Minsk zu entsenden. Das ist die belarussische Hauptstadt, wo schon oft über den Ukraine-Konflikt verhandelt wurde. Und man sei bereit, über den angeblich neutralen Status der Ukraine, also keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine oder das auszuschließen, zu sprechen. Auf einer erstmal niedrigen Ebene, Ministerebene, und da muss man jetzt schauen, ob die Ukraine darauf eingeht. Kurz zuvor hatte noch der Außenminister Lavrov gesagt, der russische Außenminister, man könne sprechen, wenn das ukrainische Militär bereit sei, die Waffen niederzulegen. Müssen wir jetzt mal schauen, ob die Ukraine bereit ist, darauf einzugehen. Demian von Osten, danke schön nach Moskau.